Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Mycorrhiza TV zu einer weiteren Folge vom Random Mulder zusammen mit dem Miguel. Hallihallo. So, wir sind immer noch an den Umbaumaßnahmen ja, mit den Umbaumaßnahmen beschäftigt, sag ich mal so. Das wird sich, glaube ich, noch ein bisschen hinziehen, weil wir haben ja gerade mal die Gebäude angepasst. Wir müssen ja auch die Gehege anpassen, die Tiere Tiere umsiedeln. rüberführen. Das dauert alles noch. Und Und dann vor halt nach allem. und dann halt nach und nach die Produktion wieder in den Gang setzen, ne? Ja, und vor allem das ganze Schweinefleisch noch verarbeiten. Man könnte natürlich auch einfach sagen, jo, alles klar, wir warten auf den Schweinefleischmultiplikator und verkaufen das Fleisch, Schweinefleisch dann roh, ne? Ohne zu Ja. verarbeiten. Ja, das stimmt tatsächlich, weil das wird ein Haufen Arbeit sein. So. Meinem Geld soll es ja jetzt nicht liegen. Ach, ja. Oh. So. Okay, ich habe jetzt 5 Schränke fertig von meinen 16. Ich habe mein Metall jetzt komplett nach unten gepackt. Also ich muss sagen, ich habe jetzt auf jeden Fall gut Platz hier oben. Und sogar so, dass ich meine Matratze auch irgendwo hinlegen kann. Sehr schön. Und dahin so. Ich brauche auch jetzt ja Holz. Wie viel Mein Holz LKW brauche ist noch ich? voll. Wie viel Holz hast du noch? 15 Stacks mindestens. 15 Stacks reichen nicht. Warte mal. 6, 1, 8, 9, 10, 2. 11, 12, 13. Na, wir sind nur 13 8. Stacks, aber die kannst du erstmal verbrauchen. Ich zähle gerade durch, was ich brauche. 8 plus 12 sind 20. 23 brauche ich. Warte, nee, nicht ganz. 23. 25 brauche ich. Für alles. 25 Stacks brauche ich für alles. Ist in Okay. einem LKW nur noch Holz drin? Dann fahre ich mir eben rüber, ne? Jo. Weil die anderen Baumaßnahmen, Gehege und so, das mache ich beim nächsten Mal. Das wird jetzt bei mir nicht drin sein. Ja, bei mir auch nicht. So eine zweite LKW-Rampe wäre auch nicht verkehrt, sag ich mal so, ne? Also bei mir hätte ich ja den Platz, um einen zweiten zu bauen. Ich habe eine LKW-Rampe bei mir, aber eine zweite. Ach, meinst du? Ja, stimmt. Weiß, wie du es meinst. Könnte ich aber theoretisch gesehen jetzt auch schon machen. Platz habe ich hier tatsächlich auch. Ich habe ein bisschen zu viel gebaut. Oh, man baut halt 3 Stück. So ein auf Logistikcenter. Ich baue mir jetzt tatsächlich eine. Ich reiße hier jetzt tatsächlich eine ab wieder. Das hat zwar eine Lampe mitgenommen jetzt, aber das ist mir jetzt gerade ehrlich gesagt egal. Ja. Erste Reihe ist fertig. So. Oh. Dann erstmal ein bisschen abreißen. Zu spät.
schauen, was ich mir jetzt ein Glas jetzt noch mache, ey. Weil, also eigentlich, wenn wir noch ein Gewächshaus bauen wollen und sowas, ne, das ist ja auch alles. Das stimmt. Ich hätte jetzt eine witzige Idee, ne, aber dafür müssten wir wissen, dass die Gebäude genau gleich stehen. Weißt du? So die Gebäude mit einem Weg verbinden quasi, in den jetzt Gewächshaus übergeht, weißt du? So, dass auf dem Gewächshaus quasi das Gewächshaus ist dann. Aber ich glaube, das ist nicht machbar, weil wir die Gebäude nicht von Anfang an zusammengebaut haben. Ja, das stimmt. Heiko, ich würde sagen, ich habe ein zweites Tor fertig. Yay. Ich habe jetzt einfach ein Tor da hingesetzt. Ja. Dunkel, ich sollte meine Beleuchtung wieder einschalten. Hui, ist das hell hier drin. Ja. Ach ja. Da lege ich's hin. Dann ist das Holz wenigstens ordentlich verbraucht. Yep. Ich brauche jetzt noch 2, 4, 6, 18, 12 Stacks fehlen mir noch. Okay. 12 Stacks Holz. Ich fahre mit meinem LKW eben los, wa? Nee, Jo, ich fahre mach nicht das. los. Nee, kannst du mal schön vergessen. Wollen wir eben schlafen dann? Ich räume noch eben kurz einmal Metall um, dann können wir. Okay. Also ich tatsächlich jetzt erstmal die groben Arbeiten abgeschlossen. Die Ja. groben. Ach ja. Frisst halt Zeit. Ja. So. Dadurch, dass ich jetzt eine neue Rampe hingezimmert habe, muss ich natürlich auch da die Lampe nochmal ändern. Das könnte jetzt tatsächlich. Lichtwinkel. Blöd. Leute lernen, immer zu kontrollieren, ob ich die Waffe in der Hand habe. Warum? Ich habe jetzt schon dreimal versehentlich einen Schuss abgefeuert. Wow. Dabei wollte ich es gar nicht. Ja. Ja. So, 12 Stacks Holz. Da habe ich oben die Milch mit die Käseproduktion fertig aufgebaut. Ich finde nur die 4 Köcher von dir, dann passt das. Dann schauen wir mal, was die hier Schönes im Angebot zu haben hier. So. 1, 2, 3, 4, 5. 12, so. Noch irgendwas, was wir jetzt dringend bräuchten? Nee, eigentlich nicht. Da ist Nee. nichts Besonderes mehr bei. Wir besitzen schon alles. Man kann auch Fahrbahn Rasenmäher nehmen oder so, ne? Aber macht auch keinen Sinn. Wann kommen wir mal zum Rasenmähen? Ja.
passt hier halt nicht dran. So, eins der Colts habe ich noch. Was? Was hast du noch? Eins der Colts. Wie es auch immer da drunter hinkommt. Egal. Hm? Was ich jetzt an Holz habe, werfe ich erstmal hier hin. Und der letzte Stack. Aber nicht. Ich mach mal eine kurze Silo-Kontrolle besser, ne? Ja, mach das mal. Mein Hauptverbrauch ist jetzt weg, aber trotzdem. So. Silo 1 ist leer. Zwischen Ziege, Kuh, das Silo war leer. Okay. Silo 2 ist auch schon bei 46 nur noch. Das ist direkt neben den Milchkühen. Was mit dem Pferdesilo? Das habe ich heute gar nicht verfehlt. Da laufe ich jetzt hin. Das ist das letzte Silo, wo ich jetzt hinlaufe. So. Das hat noch 116 drin. Okay, wir brauchen die echt wenige. Bei der Menge. Mittlerweile haben wir auch übrigens wieder eine kleine Kuh draußen rumlaufen. Ah, da führt die mal zurück. Bin ich jetzt bei, wenn ich sie gleich wieder finde. Der Punkt ist halt, ich wüsste echt nicht, wo ich hier die zweite Rampe einbauen soll, ne? Dafür hab ich mein Ding zu kacke gebaut, ehrlicherweise. Ich habe bei mir halt tatsächlich jetzt zwei Rampen hingestellt. Da meint sie jetzt eine zweite. Eine zweite LKW-Rampe halt, ne? Bleib schön da drinne. Aber die Pferde nehmen halt extrem zu jetzt. Ja. Letzten vier Schränke jetzt noch. Ach, weißt du was, ich mach das. Ach ja. Als ob das funktioniert, was ich gerade vorhab. Was hast du denn vor? Ich will probieren, ob es klappt. Okay, es klappt. Ich habe mir in meinem Weg einen kleinen Holzzaun rein, Holztor reingesetzt. Okay. Ich denke mal, vier Köcher werden für mich oben reichen. Ja, da gehe ich auch von aus.
So, zwei Schränke noch. Jetzt sind die Schränke oben auch fertig. Aber ich habe hier alle Schränke zu füllen, ne? Dann müssen die Kühe auch ordentlich Milch abgeworfen haben. Aber der Vorteil ist ja, wenn wir jetzt das splitten, quasi, dass ich die Kühe mache und die Ziegen, ne? Dann Schaffen wir auch deutlich mehr. können wir auch vor allem beide Melk Frequenzen nehmen, ne? Also morgens und nachmittags. Ja, das stimmt. Und da die Kühe bei Weitem nicht so schnell, beziehungsweise der Käse bei Weitem nicht so schnell fertig ist, wie wir ja melken können, ne, brauche ich halt dementsprechend ein bisschen Puffer. Heiko, für dich zur Info, da wo die Tüten nicht liegen, die Köcher kannst du gerne wegnehmen. Okay. Ich habe mir da oben ein kleines System drin, deswegen. Mir gefällt das so, wie es aussieht. Ja. So, Schränke sind alle fertig. Und jetzt mal die Köcher von dir. Brauchst du noch den LKW, weil dann würde ich ihn bei mir jetzt wieder ranstellen. Den kannst du wieder nehmen. Hilfst du mir eben kurz die Köcher rüberschleppen? Habe ich vor. Da wo die Tüten nicht liegen, sagst du. Genau. Also bei jedem quasi zwei weg, wa? Genau. Ich habe bei mir halt an der einen Ecke. Aber Askel, ich sag mal so, ein bisschen Umbau habe ich gemacht währenddessen. Sehr konzentriert vor allen Dingen. Ja. Soll ich sie dir erstmal einfach hinstellen und du baust dann? Ja. Du wirst wahrscheinlich sowieso mehr als vier Köcher brauchen. Ja, ich bin mal gespannt, wie viel da tatsächlich nötig sein wird. In Küchern. So, jetzt noch die ganzen Töpfe, wa? Genau. Erstmal einfach irgendwo hinstellen, den baust du ja dann zurecht. Das sieht total komisch aus, ne? Wieso? Wenn du gleich mal bei dir rausgehst, achte bei mir mal auf die eine Ecke. Du wirst das schon sehen dann, was ich meine. Nicht die Seite, sondern da vorne, wenn du draußen bist. Wenn du das von draußen siehst. Also ja. Ey, platzsparend benutzt. Aber es hat funktioniert. Kann jetzt schön ein zweiter LKW noch da parken. Hast du eigentlich aufgemacht? Nein. Hab ich zugelassen. Letztes Mal eben, ne? Ja. Ich habe das Tor jetzt mal aufgemacht, das kann auch mal offen bleiben. Also ich habe jetzt zwei Punkte, wo LKWs ranfahren können. Ja, ich aktuell noch einen. So, dann basteln wir uns mal so, wie es sein soll jetzt, ne? Also. Bitteschön. Oh Mann, ey. Okay, das
Das ist soweit. Gut. Gut, aber das soll es auch dementsprechend mit der Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und auch ein Abo da, wenn ihr es euch getan habt. Und dann sehen wir uns morgen zur nächsten Folge wieder. Und bis dahin sagen wir ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Oh.